Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin und heute mit der Sendung Kultur. Und ich stelle Ihnen heute ein Buch vor und einen Autor vor, der eine interessante Geschichte beschrieben und erlebt, nämlich Karl-Heinz Baum. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie waren 13 Jahre lang DDR-Korrespondent von 1977 bis 1990, bis Richtig. Zum Ende und haben darüber jetzt 26 Jahre danach mal Ihre Geschichten aufgeschrieben. Kein Indianerspiel, so heißt das Buch, gerade bei Links erschienen, bei Christoph Links Verlag, vor 2 Tagen, glaube ich. Am Mittwoch, ja. Oder? Ist es rausgekommen. Ach, kein Indianerspiel, wieso heißt das Buch kein Indianerspiel? Weil ich also ein ganzes Kapitel gemacht habe, wie ich mich mit der Stasi auseinandergesetzt habe. Also ich habe sie immer gefoppt im Grunde. 13 Jahre lang? Ja, 13 Jahre ist Ihnen das gelungen? Ja, also da müssen Sie unbedingt die erste Geschichte erzählen. Unter anderem habe ich eine Freundin gehabt, die ich ja später geheiratet habe. So. Nur, ja. Und das haben Sie nicht mitgekriegt. Was? Die ist einmal die Woche zu mir gekommen und ich bin einmal die Woche zu ihr gefahren. Aber das lief natürlich so ab, dass sie mich anrief, wissend, dass ich also um 5 den Zug kriege nach Halle. Sie wohnte ja in Halle. Und dann rief sie um 4 an und sagt, sage mal, willst du nicht mal wieder bei mir vorbeikommen? Sagte ich, naja, was hältst du von Freitagabend? Ja, und dann sagte sie, ja, ist gut, ich wusste, ich komme gleich. Ja, und das waren also Codeworte. Ja, natürlich. So ja. Haben sie die Stasi an der Nase rumgeführt. Ja, dauernd. Das Schlimme ist, deshalb habe ich das ja auch kein Indianerspiel genannt, das Schlimme ist natürlich, dass man keine Fehler machen durfte. Absolut nicht. Und ich habe also immerhin, wie soll ich sagen, ja, also einen Toten, einer, der Selbstmord gemacht hat, nachdem er also, er war ein IM, hat sich mir aber leider nicht offenbart und das wäre dann viel einfacher gewesen. Und er hat also meinen besten Freund sozusagen der Stasi gemeldet, den ich schon seit 56 kannte. Nur haben sie nie festgestellt, dass ich den wirklich kannte. Und dann haben sie 3 Leute versucht, auf ihn anzusetzen. Das ist alles, 2 haben gleich Nein gesagt. Die dritte Frau hat gesagt, das können wir doch hier nicht im Betrieb besprechen. Das war seine engste Mitarbeiterin. Und ja, müssen Sie zu mir nach Hause kommen. Dann sind die zu ihr nach Hause gekommen und dann sollte sie die Verpflichtungserklärung unterschreiben. Tat auch so, als ob sie das machen wollte und sagte dann den schönen Satz, aber eine Bitte habe ich noch, aber die erfüllen Sie mir doch. Aber gewiss, haben die gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, mein Mann ist mir gerade weggelaufen, den bringen Sie mir dafür zurück. Und dann müssen Sie, es geht dann in der Stasi-Akte weiter mit dem Satz, diese Frau erpresst uns. Sie müssen also unter Absicht schmutzige... Spürt, wie diese Geschichten noch in Ihnen leben, ja, und lebendig sind. Ja, ich habe sie ja auch erst alle aus der Stasi-Akte erfahren, natürlich. Mich interessiert natürlich auch, wie sind Sie denn überhaupt als Korrespondent der Frankfurter Rundschau, deren Redakteur Sie 1977 schon waren, in die DDR gekommen? Ich bin 1977 Redakteur geworden bei der Frankfurter Rundschau. Und dann hieß es gleich, willst du in die DDR fahren? Oder wie ging das? Nein, ich war mehrere Jahre... freier Mitarbeiter der Frankfurter Rundschau. Also die wussten also, Sie hatten einen guten Kenntnisstand über die DDR. Das wussten Sie nicht, nein. Aber ich hatte in Berlin studiert, insofern war das nicht so schwierig bei mir. Und sagte, wollen Sie da ich war rüber? 13 Jahre, also ich hatte in Berlin studiert, war dann 13 Jahre in Mainz, bin da Journalist geworden und habe dann also diese berühmten Bauchläden gehabt mit 20 Zeitungen und irgendwann kam die Zeit, da habe ich auch für die Zeit geschrieben aus Rheinland-Pfalz. Und das merkte dann die Frankfurter Rundschau und dann haben sie versucht, mich da anzuwerben. Das habe ich aber zunächst mal abgelehnt, weil sie meinen besten Freund rausschmeißen wollten und rausgeschmissen haben. Und ich glaube, das war nachher der Grund, dass sie mich auch in die DDR geschickt haben, weil sie gesagt haben, der hat zu viel Geld auf verzichtet. Den kann die Stasi nicht anwerben. Ich glaube, das wollten Sie denn da freiwillig nicht hin in die DDR oder wie ist das gekommen? Oder hatten Sie immer schon mal so einen geheimen Wunsch? In Mainz ist ja auch interessant, ist auch eine Landeshauptstadt. Ja, natürlich. Und ich war ja auch noch für Saarbrücken zuständig und so. Also das war ein tolles Land natürlich. Und außerdem war da Helmut Kohl natürlich, das muss man natürlich sagen. Deshalb habe ich so viel Geld dabei verdient. Und seitdem mögen Sie Saumagen, oder? Ja, die kannte ich schon vorher. Ich habe Leute in der Pfalz gehabt und die haben mich immer zum Saumagen eingeladen, bevor ich wusste, dass Helmut Kohl auch Saumagen-Fan ist. Und dann hat man sie gefragt, wollen Sie in die DDR gehen? Mussten Sie lange überlegen oder haben gesagt, das ist ein interessantes Feld für einen Journalisten? Also
Ich habe ein bisschen überlegt, ja, also die haben am Freitag angerufen und da habe ich gesagt, muss ich das sofort entscheiden? Sie haben gesagt, nee, bis Montag hast du Zeit. Ja. Am Montag hieß es, ich fahre. Und dann bin ich natürlich ins Mainzer angesagte Weinlokal, das es heute noch gibt, Hottum gegangen und dort kam Reinhard Appel rein. Ja. Der war ja ZDF-Chefredakteur und ich bin also auf ihn zu dann, er trank dann Wein und ich irgendwo anders und dann bin ich auf ihn zu und habe zu ihm gesagt, lieber Appel, Sie kennen mich nicht, ich bin Karl-Heinz Baum. Natürlich kenne ich Sie, schnauzt er mich sofort an. Schreiben doch in der Rundschau. Ja, genau, ich schreibe in der Rundschau über das ZDF, das werde ich ja wohl lesen. Nicht? Ja, ich sage, ja, aber wir kannten uns nicht persönlich. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich das machen soll. Und dann hat er zu mir gesagt, pass mal auf, Junge. Also, für einen deutschen Journalisten ist natürlich Bonn das Höchste. An zweiter Stelle steht Washington. Und dann kommt DDR, ist dir das nicht klar? Ja. Ja, also war die Entscheidung klar. Ja, das ist wichtiger als London, das ist wichtiger als Paris, als alles andere in Europa. Und du kriegst einen der wichtigsten Posten. Mach das auf jeden Fall. Und schon, hat Karl-Heinz Baum zugesagt. Wie war das dann, als Sie ankamen? Das sind ja alle so Dinge, die weiß der normale Bundesbürger gar nicht, wie das gegangen ist. Hatten Sie sofort Stasi-Begleitung? Ich meine, ganz am Ende war ich ja Kollege denn von Ihnen, war ja auch DDR-Korrespondent. Aber da waren die Dinge schon anders. 77 war ja noch, wie soll man sagen, kaltes Wetter da, nicht? Ja, aber Sie haben mich also zusammen, ich glaube, die erste Stasi-Akte, das weiß ich aber alles erst hinterher natürlich, da haben Sie mich zusammen mit Marlies Menge und Dieter Stardach, wir hatten alle am gleichen Tag angehört und dann gab es eine Stasi-Akte, die hieß Trio und da waren wir alle drei drin. Aber ihr drei hattet nichts miteinander zu tun, war reiner Zufall, dass Sie an dem Tag zusammen angefangen haben. Wir haben natürlich miteinander gesprochen, aber es war also der Tag des Beginns. Aber Trio heißt ja immer, man ist so eine verschworene Gemeinschaft. Nee, waren wir eigentlich nicht. Nein. Aber ja, und dann habe ich, habe ich mir also den Stasi-Namen habe ich mir glücklicherweise selber gegeben, weil der also ein IM hatte Angst, also ich wusste nicht, dass er einer ist und sagte Mensch, er wollte mir was mitbringen und hatte es vergessen und dann sage ich zu ihm, naja, ich rufe dich an und dann kannst du mir das ja am Telefon sagen. Er sagt, ach, wenn du mich anrufst, meldest dich mit Baum, dann denken die, du bist von der Frankfurter Rundschau und so weiter, ne? Bei meine Zentrale. Und haben Sie Ihren eigenen EM nicht? Sie sind ja nicht und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, das ist ja ganz einfach, da wähle ich mich unter Mädchennamen meiner Mutter Franke. Meine ganzen Verwandten heißen Franke. Und das passt ja natürlich auch noch irgendwie zur Frankfurter Rundschau und dann ist mein Name Franke geworden. Die anderen haben ja alle Tiernamen. Panther, das Tiger. War denn doch Indianerspiel. Ja, ich sage ja, ein Freund hat Selbstmord gemacht, weil er meinen Freund da, also nachdem die Frau da nicht funktioniert hat, dann sind sie zu ihm gegangen und haben zu ihm gesagt, du musst jetzt mit ihm da hingehen, damit wir auch wissen, dass das wirklich sein Freund ist. Und zwei Tage später macht er Selbstmord. Haben Sie denn so am Anfang das Gefühl gehabt, das ist irgendwie schwierig hier 77 oder haben Sie gedacht, das ist halt so und da muss ich durch? Klar, ja, was soll anderes machen? Haben Sie mal irgendwann in diesen 13 Jahren das Gefühl gehabt, so jetzt ist genug? Nee, überhaupt nicht. Nee, es war jeden Tag spannend und ich habe ja nicht gewusst, dass der Selbstmord gemacht hat. Seine Frau hat mir gesagt, er hätte einen Herzinfarkt gehabt. Mit 28 fand ich das ja sehr komisch, aber das passiert ja. Ja, und aus der Stasi-Akte lese ich dann. Und dann habe ich sie empört angerufen. War übrigens meine Cousine. Insofern bist du sowieso machtlos, wenn der Mann dann IM ist. Und dann habe ich meine Cousine angerufen und dann sagt sie, mach dir mal nicht zu viel Gedanken. Ich hab bis heute immer geglaubt, ich sei schuld an seinem Selbstmord, weil ich ihm eine Woche vorher gesagt habe, ich lasse mich von dir scheiden. Und wahrscheinlich haben wir beide da. So ist das. So wie, ist das. Wie war denn das eigentlich, was wir Bundesbürger ja immer nicht verstanden haben, mit Gysi, mit Stolpe und haben Sie und mit Krenz und Honecker, haben Sie zu denen auch Kontakt bekommen relativ schnell? Nein, zu den Parteigenossen habe ich überhaupt keinen Kontakt bekommen. Die wollten nicht oder sie durften nicht? Ja, also wenn man, das war ja schon zu komisch, also sage ich jetzt mal, wenn man welche zufällig traf oder so und sagte, ich bin hier der Korrespondent von der Frankfurter Rundschau, dann sagten die, ja, da muss ich einen Bericht schreiben.
ja, habe ich ein Interesse, dass einer über mich dauernd Berichte schreibt? Ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass die Stasi da aktiv ist, aber dass dann das einzelne Parteimitglied oder so. Gut, ich habe Rudi Wetzel gekannt, natürlich. Aber der war ja Korrespondent auch, war SED-Mitglied und der wusste nun wirklich, was los war und hat mir viele, viele Dinge gesagt. Außerdem ist ein Freund, das ist hier der Jürgen Klammer, der das Buch, die Artikel ausgewählt hat, der kam damals zu mir, war SED-Genosse und war gerade auf dem Abflug von der SED und wusste natürlich alles. Der kam morgens immer zu mir und hat gesagt, hast du die Zeilen im Neuen Deutschland gelesen? Hatte ich natürlich nicht. Und dann habe ich das immer schön geschrieben. Das war sehr schön, wenn da morgens einer kam und sagte, das bedeutet das. Ich selber habe ja diese Erfahrung dann auch gemacht später. Aber Sie am Anfang, ja, das Neue Deutschland zu lesen, war ja nicht so wichtig, was da gedruckt stand, sondern was da nicht gedruckt stand. Ja, eben. Ja, ja. Aber das und das konnten wir ja am Anfang, sage ich jetzt mal ganz bewusst, wir am Anfang gar nicht verstehen. Richtig. Weil wir gar nicht wussten, was da stand. Der kam jedenfalls, sobald da war, stand der morgens um 9 bei mir an der Tür und erzählte mir das. Und auf einmal ging Ihnen dann ein Licht auf. Ja, sagte, das bedeutet das und so. Ja. Nicht? Und nur weil... Sie haben, ein Freund von mir ist jeden Morgen, oder nein, muss man anders erzählen, der ist immer zu mir zum Kaffee trinken. Ich habe ja nicht jede Nacht in der DDR übernachtet. Also, ja. Und der ist also jeden Morgen gekommen, haben sie auch nicht festgestellt, über Jahre. Ja, der hat immer bei mir angerufen, ich habe einen Hörer auf. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann sind Sie wieder da und wir auch. Und wir sprechen, oder ich spreche mit Karl-Heinz Baum. Er war 13 Jahre lang Korrespondent für die Frankfurter Rundschau in der DDR und hat darüber jetzt ein Buch geschrieben, ist bei Christoph Links erschienen, kein Indianerspiel. Spannende Geschichten, wie das so war, wie man da angekommen ist, dass man zwischen den Zeilen lesen musste. Ich meine, ich habe ja ein bisschen davon auch noch mitgekriegt. Das ist wahr, ja, aber wir kennen uns ja auch seitdem. 13 Jahre war eine lange Zeit in der DDR und ich finde, es wird Zeit, dass wir darüber mal aus der Sicht eines westdeutschen Korrespondenten reden. Und das tun wir gleich. Bis nach der Pause.